Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zu meinem Let's Play von Spiel Satisfactory. Ja, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich alles für die Mega-Motorenfabrik besorgen werde. Also quasi Eisenerz, Kupfererz, Schwefel, Kohle und Katerium. Wenn ich jetzt alles auf einmal besorgt hätte, das wäre, glaube ich, ein bisschen blöd gewesen. Hier unten ist die Fabrik. Hier sieht man auch jede Menge Signalisatoren, die hier unten ein paar Plätze markieren. Ich habe auch eine Fabrik gebaut für modulare Rahmen mit ein paar Gebäuden. Weiter werde ich euch jetzt nicht zeigen. Es gibt noch hier eine Karte, die kann mit Z aufrufen, habe ich gar nicht gewusst, aber tatsächlich ist es so. Und wie man sieht, ich habe wirklich ein sehr großes Gebiet jetzt bebaut. Aber um das soll es jetzt erstmal nicht gehen. Und zwar folgendes: Ich brauche. Halt, falsch, hier ist im Richtig. Halt, ich will dir was bauen. Bauen. Fahrzeug. Schlepper. Was brauche ich für Schlepper? Motorlei RAM. Signalisatoren 5 von 5. Okay, das reicht nicht ganz aus. Halt, brauche ich dir am besten den Bereich da drüben. Da ist er ja, genau. Bauen wir noch ein paar. Und der Rotor brauche ich 10 Stück erstmal. Das reicht auch so. Jawohl, passt soweit. Rotoren werden nirgends produziert, also bei keiner Fabrik, die online ist. Da unten die Megafabrik, die ist offline, die funktioniert gerade nicht. Deswegen machen wir schnell ein paar Rotoren. Geht nicht, weil Schrauben fehlen. Ne? Machen wir schnell ein paar Schrauben. Das sind auch gleich gemacht. Passt soweit, machen wir ein paar Rotoren. Dann ein paar Rotore auf Reserve. Beziehungsweise hätte ich auch unterwegs machen können. Was ich noch hier hinten aufgebaut habe, hier bei diesen orangen Gebäuden, die stehen einfach willkürlich herum. Hier schmeiße ich Holz rein und hier schmeiße ich Laub rein oder was anderes rum. Hier schmeiße ich Holz rein, hier schmeiße ich Laub rein. Und dann wird aus dem Zeug Biokraftstoff gemacht. Der wird dann auch hier hinten eingelagert. 101 sind hier drin. Ein bisschen was mit, kann nicht schaden. Für den Traktor halt einen Schlepper, obwohl den könnt ihr auch gleich bauen. Stellen wir mal daher. Genau, Schlepper Nummer 2. Der bleibt erstmal da stehen, würde ich sagen. Der stirbt mir jetzt gerade erstmal nicht, obwohl der könnte mal ein bisschen Sprit reinlegen, obwohl das ist vielleicht auch zu viel. So, 51. Mal andersrum. Nee. So, jetzt stimmt's. 50. Jawohl, sehr schön. Und den Rest tun wir da rein. Aber da ein bisschen was auf Reserve. Halt, geht nicht. Jetzt geht's, genau. Und ja, ich will die Schwefelquelle mit einem Traktor erschließen. Und ich muss erstmal schauen, ob ich alles dabei habe, was ich dazu brauche. Und zwar Produktion. Da brauche ich dann einen Miner Mod 2. Was brauche ich dann noch? Minator und diese Enforced Industrial Beans. Das stellen wir auch mal schnell da hier. Da so viele brauche ich gar nicht. Ich brauche bloß 2, oder? Oder wie viel brauche ich? 5. Halt, nein, nur falsch. Löschen. Gott, aber zu schnell. Hier sind wir richtig. Hier spielt die Musik. Machen mal. Also 15 Stück oder so. Ich weiß, man sollte nicht zu viel hier an der Werkbank machen, weil es nicht der Sinn des Spiels ist, aber halt, halt, hier geht's raus. Aber ich mach's halt, weil ich das Zeug brauche. So, jetzt brauche ich noch den Minator, brauche ich zweimal. Einmal. Zweimal, da brauche ich gleich zwei Slots, ist klar, kann man nicht sticken. So, schmeißen wir auch da rein.
Obwohl, nee, hier könnt ihr was anderes reinschmeißen. Hier habe ich zum Beispiel einen Fallschirm gemacht, den brauche ich gerade nicht. Sprengstoff habe ich keinen dabei. Xenobescher nehme ich lieber in die Hand, wenn es soweit ist. Ja, den Rest kann man eigentlich drin lassen im Inventar oder Schrauben, war jetzt auch nicht unbedingt. das brauche ich für Förderbänder. Die brauche ich auch nicht unbedingt. So ein bisschen aufräumen, so viel Zeug dabei. Sehr gut, sehr gut. Haben wieder ein paar Plätze geschaffen. Halt Stahlrohre bei noch, was? Stahlrohre, obwohl die kann ich auch hier machen, oder? Stahlbarren, Stahlrohr, nee, kann ich nicht machen. Panik. Ja, muss man schnell Stahlrohre besorgen. So, ich glaube, ich habe jetzt genügend Stahlrohre. 64, ja, müsste reichen. Hier rechts sieht man so eine ganze Liste. So sieht man es leider am besten. An Sachen, die ich quasi bauen sollte, müsste, wie auch immer. Und da habe ich einmal alle Ressourcen dafür gesammelt. Ja, die Liste kann man theoretisch wieder leeren. Genau, ist die Liste da weg. Sehr schön. Ich gehe mal zu meinem Traktor. Das war der, glaube ich, oder? Ja, genau, war der da. Und bei sonst irgendwas? Nee, glaube ich nicht. Ich brauche bloß ein Schwefelerzlager. Muss ja irgendwo in diese Richtung sein. Schätze ich mal, oder? Also ist hier 772 Meter, 906 Meter. Okay. Ich fahre erstmal in diese Richtung, denn ich will euch mal schnell eins noch zeigen. Ja, genau, 2700 Meter. ohne jetzt zu viel zu verraten. Ne? Schon in die richtige Richtung. Ja, das hat man die schon gesehen. Ganze Gebäude. Also in diese Richtung. Geht das? Ja, geht. Und ja, während ich hier gebaut habe, ist mir was aufgefallen. Halt, stopp, 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 stopp. Rückwärtsgang. Bitte warten. Hier ist eine Höhle. Und in der Höhle war ich noch gar nicht drin. Ne? Mal schauen, was mich da drin erwartet. Wie weit komme ich da rein, ist die Frage. Machen wir Licht an, oder? Mycelium, war schon wieder. Oh nee, 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 ich hasse solche Höhlen. Habe Angst, dass irgendwo eine Spinne ist. Denn die sind doch relativ stark. Und hier ist, glaube ich, gar nichts, oder? Sieht schon irgendwie cool aus. Irgendwo oben war gerade so ein Summer Loop. Komme ich da hin? Jawohl, da komme ich hin. Bisschen umschauen? Nee. Sonst gibt es ja nichts. Also ich hoffe mal. Okay, ich habe ihn. Huch, was ist für eine komische Kante? Keine Tiere. Okay. Hier gibt es noch einen zweiten Eingang oder Ausgang. Wie man sieht. Bisschen Zeug einsammeln. Okay, cool. Gefällt mir.
Ich bin auf der anderen Seite des Berges rausgekommen. Jetzt keine Tiere. Ne, hier gibt's gar nichts. Ach gut. Man muss ja nicht dauernd angegriffen werden. Ein bisschen ruhiger geht's doch auch. Irgendwo da vorne, hier unten muss immer ein Traktor stehen. Da vorne. Wie kommen wir jetzt hier runter? Das ist die Frage. Ne, hier ist kein Kampfgebiet, oder? Da sind so komische Korallen. Okay. Hoppla, Stein. Da hinten kann ich wieder hochfahren, aber es ist die komplett falsche Richtung, wo ich eigentlich hin will. Vielleicht in diese Richtung, aber da geht es ja nicht weiter, oder? Kann ich auf der Karte irgendwas sehen? Hier bin ich. Hier? Nee, hier geht's nicht entlang dieser Sackgasse. Oder muss ich doch hier nochmal zurück und dann hier entlang? Das wäre gleich eine andere Option und dann hier irgendwie so entlang. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo ich jetzt genau hinfahren muss, aber ich muss auf irgendwelchen Wegen da ankommen zu diesem Schwefelerzlager. Ich habe jetzt nochmal eine Höhle entdeckt und zwar hier. Bin ich zufälligerweise gerade vorbeigekommen, aber da ist noch so ein Höhlenwächter und den werden wir ganz schnell ausschalten. Ruhe. Und hier sind Nüsse. Jawohl. Und da schauen wir mal ganz schnell da rein. Boah, ruckel, ruckel. Oh, eine Mini-Höhle, okay. Mit einer gelben Elektroschnecke, okay. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Gibt's sonst irgendwas? Kohle rein, okay. Ne, brauchen wir nicht. Gehen wir gleich zum Traktor zurück. Kleine umwandeln, halt, geht nicht. Das geht, genau. Bekomme ich zwei raus. Jawohl. Kann man zurücklegen, das kann man weglegen, das kann man weglegen. Obwohl, nee. Halt, nee, ach, nee, falsch. Richtig. Nee, ich habe eh schon 100. Ja, nee. Dann passt sie, genau. Ein bisschen was essen könnte aber auch nicht schaden. Das war schon was essen. Passt, sehr schön. Und nochmal scannen. Ich bin glaube ich gar nicht so weit entfernt, wenn ich mich nicht täusche. 188 Meter. Okay, cool. Passt, dann fahre ich mal ganz schnell hin. Na, hier ist auch nicht gerade das beste Terrain für den Traktor zu fahren. Oh, das ist eine gestürzte Kapsel. War ich hier schon mal? Kannst mal checken. Hier ist ein Kampfgebiet schon klar. Ne, hier war ich gleich schon mal, genau. Bin gleich von hier links gekommen, also von dieser Seite. Genau, hier war ich schon mal. Wo ist jetzt der Schwefel? Halt mal schauen. Kann man scannen? Schwefel. Da oben. Okay, wie kommen wir jetzt da rauf, ist die Frage. Ich bleib hier mal stehen. Ne, hier kommen wir nicht rauf, oder? Ah, ich habe kein Jetpack. Oder von der anderen Seite irgendwie. Ah, hier. Ah, da ist einer unterwegs. Du hast mich eh nicht. Komm her, komm her. Wo ist er?
Aber es ist gemein, ich sehe den Gestrüpp nicht. Da ist er. War der alleine? Denke schon. Also ich hoffe es zumindest. So, wie kommen wir jetzt hier rauf? Gar nicht, oder? Ja, doch. Na, ja, fast. Jawohl, geht doch. So, und jetzt? Wie kommen wir hier weiter? Was gemein, oben auf dem Berg. Müssen wir da raufkommen? Ach nee, oder? Also, er muss irgendwie hochbauen. Hilft gar nichts. Also, ich brauche das Zeug, sonst kann ich gleich gar nicht weitermachen. Okay, jetzt bin ich hier schon mal oben, haben wir so Federbandlüfte oder Stützen, wie es auch genannt wird, nach oben gebaut. So, es reicht, dass wir jetzt wieder ein Xenobash in der Hand. Erstmal die Lage checken. Grünzeug wollte ich wegmachen. Jetzt. Weg mit dem Grünzeug, braucht kein Mensch hier oben. Ach, Huckel. Ich höre irgendwelche Tiere, ich höre irgendwas, aber ich sehe nichts. Ist doch gut so, dass ich hier nichts sehe. So, wie bekomme ich das Zeug dann von hier oben nach unten? Ganz einfach über einen Aufzug. Ah, da ist noch, ist doch noch einer. Ich hab's nicht gewusst, ich hab's gewusst, dass es zu zweit sind die. Nehmen wir die Waffe. Aber erst noch was essen, dann kann ich schaden. So, nachladen. Das sehe ich nicht, ist er das? Ah, die Waffe ist glaube ich auch nicht dafür geeignet. Ich gehe mal ein bisschen hier nach unten, dann habe ich einen besseren Blickwinkel. Ich sehe den nicht, wo ist der? Der war doch gerade noch da. Da, oder? Auch nicht wirklich. Mensch. Heißt jetzt unten mal halt 6 war das, genau, hat unten eine Foundation, oder? Von hier kommt der Aufzug dann nach unten, würde ich sagen. Oder nehme ich gleich die andere Seite. Von hier, hier war es auch ein bisschen gerade das Terrain. Hier ist aber hier wäre so ein Weg entlang. Hier könnte man entlang fahren, oder? Ich denke mal, vielleicht ist das auch vorgesehen. Schätze jetzt einfach mal. Da wäre eine Schnecke. Ja, dann gehen wir auf der Seite runter. Noch einfacher. Bloß nicht runterfallen. Wow. So. 6 habe ich gesagt, genau. Jawohl, müsste reichen. Genau, und da machen wir dann die. Den unteren Teil des Lifts an. Genau. So, jetzt brauche ich hier erstmal Produktion meiner Mod 2. Geht's hier runter? Genau, das schaut ganz gut aus. Boah, ein Riesenteil. So, hier das Zeug kann wegmachen. Muss nicht sein. Hier die Lüfte. Obwohl, lasse ich vielleicht mal ein paar stehen, weil ich muss irgendwie wieder runterkommen. So, Lackierpistole wäre auch irgendwo. Zack, zack. Also blau natürlich. Obwohl, nee, die Miner habe ich in letzter Zeit immer in der Farbe gemacht. Also ein bisschen Kontrast. Muss nicht alles blau sein, wäre langweilig. So, da bauen wir natürlich auch hier eine Stromverbindung. Mal schauen, dass ich irgendwie einen Strom hier nach unten bekomme. Wow, nur das Ruckler. Nein, oh, fast wie runtergefallen. machen wir mal hier hin. Von da. Ah, das würde gehen sogar. Das wäre wahrscheinlich gar keine richtige Entfernung. Obwohl meine Fabriken sind ja eher da hinten. Da müsste ich eher einen Strom darüber legen. Durch den Baum ist er blöd. Das mag ich nicht durch Bäume. Da, da ist er ja da. Ich habe ihn getroffen. Bleib stehen.
haben getroffen. Der kennt sich gerade gar nicht mehr aus. Bleib stehen. Nein, 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 nein. Gar nicht gut, das war gar nicht gut. Er versteckt sich hier. Muss ich ihn finden, bevor er mich findet. Da ist er ja. Jetzt kann es aufnehmen. Ah, Mensch, blöd, richtig blöd. Das muss ja wieder irgendwie raufkommen. Hm. Ja, hilft nichts. Ich muss irgendwie raufkommen. Ja, hier kommt dann die LKW-Ladestation hin und dann kann ich vielleicht irgendwie darüber fahren. Ah, ruckelt es. So, jetzt habe ich hier eine schöne Plattform gebaut. Hier eine Werkbank, hier eine Ausrüstungswerkstatt, einfach so, weil es kann. Und hier ist so eine kleine Umzäunung außenrum. Und hier auf diese Fläche kommt jetzt die LKW-Station. Bloß schauen, wie ich das genau platziere. So, einigermaßen mittig oder... nee, auch nicht, weil der Greifer ist ja nicht in der Mitte der Station, sondern... bisschen außermittig, dann machen wir es so hin und wo in der Mitte hier dieser komische Würfel ist, da wird der LKW beladen. Am besten dahin, oder? Jo, ist ziemlich mittig, würde ich sagen. So, noch blau machen. Einmal blau. Sehr schön, Licht kann man ausmachen. So, Strom haben wir auch hier an Bord. Einmal hier verbinden. Und dann fehlt eigentlich bloß noch eines. Die Verbindung. Von hier, halt drei was, von hier nach da, genau. Mal schauen, wird hier Schwefel eingefüllt. LKW beladen, genau, das wir entladen, das ist beladen. Hier wird der LKW keinen Treibstoff bekommen, sondern woanders. Und zwar mit der anderen LKW-Station, denn ja, es gibt immer zwei logischerweise. Nicht dieser LKW, sondern der zweite, mit dem werde ich gleich so eine Aufnahmeroute fahren oder Aufnahmefahrt fahren, ja, wie auch immer. Und ja, wird doch ordentlich eingelagert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist auch die Frage, wie viel kann der auf einmal fahren? Wird er komplett voll oder... Ist das wirklich die Frage? Ich habe so viel Grünzeug hier im Inventar, sehe ich gerade. nee. Der zweite Traktor, also mit dem ich die Aufnahmefahrt machen werde, der wird auf jeden Fall mit kompakter Kohle fahren. Und kompakte Kohle, die wird aus Schwefel und normaler Kohle gemacht. Und ja, Schwefel muss ich erstmal runter transportieren, deswegen halt ich brauche Schwefel, habe ich gesagt. Hätte ich gleich mal Schwefel mitnehmen können. Denn so kann ich auch gleich mal für die ersten Fahrten diese kompakte Kohle herstellen. Und ja, dann alles weitere ergibt sich dann so quasi von selbst. Wenn ich jetzt runterfahre, werde ich geladen, oder wie? Tatsächlich. So, kannst du mal reinschauen. Hat er jetzt Schwefel? Tatsächlich. 338. Das war alles, oder wie? Aber das war wirklich alles, was drin war. Eieiei. Okay, nehmen wir noch ein bisschen was mit. Okay, okay. Okay. Ja, müssen wir noch eine normale Kohle holen und ja, da kann ich diese kompakte Kohle herstellen und auch die erste Aufnahmefahrt machen, beziehungsweise die Aufnahmefahrt, es gibt nur eine, ich muss nicht mehrere machen und dann kann das Ganze eigentlich schon angeschmissen werden und die große Mega-Motorenfabrik, beziehungsweise die Fabrik für den modularen Rahmen kann gestartet werden. So, ich wollte gerade die Route, die erste Route fahren und die erste Aufnahme machen für den LKW, für den Traktor, aber hier sind noch Steine im Weg und
die müssen weg. Schnell nachladen. Habe ich einen Sprengstoff gemacht, denn Schwarzpulver kann ich jetzt herstellen, dank Schwefel und Kohle. So, hier schaut es schon mal gut aus. Hier liegt ein bisschen Zeug rum. Ist alles weg, 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 weg. Oder? Hier lag schon was? Ja, hier ist was. Hier ist noch was. Okay, das reicht jetzt mal, würde ich sagen. Und Zündung, oder? Okay. So schnell geht's. Schon sind die Steine weg. Nachladen. Jawohl. Ich denke, es müsste reichen, oder? Hier noch ein bisschen was. Der Traktor muss eine kleine Umleitung fahren, denn hier kommt er leider nicht durch. Man kann ihn hochsteigen, sieht man das Ganze von oben. Hochsteigen. Okay, also das kriegen wir anscheinend nicht weg. Huch. Das hat da reingeploppt. Ach, der auch. Nee, schade, bringt nichts. Ah, ärgerlich. Ja, ansonsten sind hier glaube ich keine Steine im Weg. Ja, hier der große stört nicht unbedingt. Da können wir erst rumfahren, den lasse ich mal dort. Man muss ja nicht alles wegspringen. Hier das Gebäude wird auch ein bisschen umgebaut. Was da genau in den Gebäude passiert oder in den einzelnen Gebäuden, das seht ihr in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Hier die Rampe, das kann man natürlich auch noch umbauen. Ja, das werde ich auch machen. Ansonsten schaut es ganz gut aus. Ich würde mal sagen, ich mache das mal mit der ersten Fahrt und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das funktioniert hat. Mir ist gerade noch eingefallen, was man sonst noch alles sprengen könnte. Diese komische Pflanze da. Oh, war gleich ein bisschen zu kurz. Kann man nachladen. Jawohl, Volltreffer. 3, 2, 1. Sehr schön. Egal. Jetzt kommen wir gleich darauf, oder? Und da oben ist eine Schnecke. Oder kommt er nicht drauf? Das ist die Frage. Oder muss ich den Stein wegspringen? Nee. Irgendwie muss er doch drauf kommen, wenn oben eine Schnecke ist. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht drauf. Ah, fast. Ah, egal. Kriege ich schon irgendwann mal. Ja, jetzt nehme ich mal schnell die besagte LKW-Route auf. Oder die Schlepper-Route. So, die Traktor-Route wurde aufgenommen. Funktioniert auch soweit, ohne größere Probleme fährt der Traktor von hier hinter zur Schwefel LKW Ladestation und ja, hier habe ich so eine kleine Ausweichroute oder Ausfahrt eingebaut, sonst würde der LKW beziehungsweise der Traktor hier wieder in den Einzugsbereich der LKW Ladestation kommen. Und ja, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, wenn er erst hier vorne eine Schleife dreht und hier zurückfährt und dann nochmal hier entladen wird, obwohl er schon eigentlich weg ist. Und deswegen habe ich ihn ein bisschen weiter weggeschickt und fährt hier raus und dann dahinter. Und ja, dann würde ich mal sagen, weil die Folge zu lange dauert, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also macht es gut, bis dann. Ciao.